Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Handkreissägetest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Handkreissägetest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Black Plus Decker Handkreissäge. Die Kreissäge CS1250L ist wie die Schiel nur eines der Leichtgewichte. Wir haben dafür keine drei Faktoren, zum einen gibt es die unbeschichteten Managis. Black Plus Decker hat so etwas besser gezeigt. Auf der anderen Seite könnten die Bändelverteidigungshaube und die Schutzhaube zum Preis wertvoller gemacht werden. Die Skala zum Einstellen der Reduktionsstiefe wird nicht korrekt ausgeführt. Der Gärungswinkel kann bequem eingestellt werden. Im funktionalen Einsatz zeigt die Black Plus Decker Rundsäge CS1250L jedoch keine Schwächen. Wir glauben, dass die Laserrinderung ideal ist. Damit können Sie Ihrer gezeichneten Linie weit vor dem Sägeblatt folgen. Kein anderes Tool bietet dies in unserer mobilen Rundsägeprüfung an. Im Zug auf Nummer 4 haben wir die Makita Handkreissäge. Kurz hinter dem Vox wird die Makita Runde SAHS7601 in der Gegend gereiht. Hätte der Lieferant eine deutschsprachige Bedienungsanleitung eingeengt, wäre sie auf jeden Fall höher ausgefallen. Glücklicherweise werden alle Betriebsanleitungen im Netz als PDF-Dokumente in der jeweiligen Landessprache angeboten. Ein weiterer kleiner Minuspunkt ist die Einstellung der Schnittstiefe ohne Millimeter-Skala. Sie können sehen, dass Makita das wirklich durch die Vorauswahl des Gärungswinkels tun kann. Es kann schnell auf das genaue Niveau gewöhnt werden. Im sinnvollen Einsatz liegt die Makita Handsäge HS7601 im Spitzenfeld. Worauf es schließlich ankommt. Weitere Informationen über die Makita Kreissäge finden Sie im spezifischen Test. Auf Platz 3 haben wir die Vox WX425. Nur 0,2 Faktoren trennen Sie Vox Kreissäge WX425 vom Testsieger. Und das liegt vor allem an der Wahrheit, dass es keine echten Schwachstellen zeigt, abgesehen von den knappen Geräten. Aber sie ist nicht allein. Die Situation ist von ausgezeichneter Top-Qualität. Das Massenzentrum der Ausrüstung ist gut ausbalanciert und auch die Anti-Rutschpflege sitzt bequem in der Hand. Alle Bars und auch Schalter sind bequem erhältlich, sodass Sie nicht Ihre Finger gefangen bekommen. Die Vorauswahl des Gärungswinkels und die Verringerung der Tiefe ist leicht zu identifizieren und sehr einfach zu etablieren. Die Vox Handrundsäge WX425 bestimmt übrigens einfach 160 mm von der Grundplatte bis zur Vorderkante des Gehäuses. Im Zug auf Nummer 2 haben wir die Scheppach Tauchsäge. Am Ende war es ein kräftiges Stück Scheppach Sprungsäge PL55. Mit knapp 5 Kilo wiegt er ein ganzes Kilo mehr als der Testsäger sowie an und ein halbes Kilo mehr als die handgehaltenen Rundsägen von Black Plus Decker sowie Schiel. Aber es muss, weil es etwas Einzigartiges ist. Da es sich bei einer Sturzsäge nicht nur um eine Kreissäge handelt. Es kann von oben direkt in das Werkstück eingetaucht sein. Zum Beispiel in einer Küchenarbeitsplatte, die bereits eingebaut ist und die danach ein zusätzliches Waschbecken haben muss. Und auch Sie können es direkt entlang der Wandoberfläche laufen, um eine perfekte 16 mm Dunkelheit Leere zu sehen. Eine reduzierende Tiefe von 55 mm ermöglicht es Ihnen, viele Türdichten zu reduzieren und auch nachzujusten. Wir verraten Ihnen, wie im Videoclip. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Robi S1150RS. Die billigste Kreissäge in der Prüfung landete auf dem 7. Platz. Allerdings ist der Robi S1150RS in diesem soliden Feld nicht geschlagen. Aufgrund der Tatsache, dass es nicht einmal ein Faktor hinter dem Prüfungsmeister im allgemeinen Ergebnis ist. Der Robi zeichnet sich ebenfalls durch ein hervorragendes Gehäuse und auch große Schafte aus. Es ist nicht so bequem in der Hand und die Schalter sind auch nicht schnell zugänglich. Die Vorauswahl des Gärungswinkels und die reduzierende Tiefe sind jedoch sowohl schwarz als auch schwarz und daher auch wirklich schwer zu erkennen. Dies macht sich besonders bei intensiver Arbeit bemerkbar. Sie müssen immer die runde Säge bis nach Houston. Wenn das Gerät läuft, besticht es durch einen Kipp sowie einen Schmutzauswurfadapter, der je nach Bedarf in jede Richtung gedreht werden kann und bei Bedarf auch für ein Saugrohr geeignet ist. Wie immer,
Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.